Schauen wir uns mal an, wie man das Ganze erstellt. Das ist ein super interessantes Feature und gehört eigentlich zum Repertoire jedes Logseq-Benutzers. Also ihr postet das Video einfach rein, den Link, den ihr kopiert habt, aus dem Browser einfach mit Steuerung V reinkopieren. Dann postet ihr euch das Video bereits rein und dann ist es eigentlich ganz einfach, wenn ihr das jetzt anschaut und das läuft da so vor sich hin. Ich habe jetzt natürlich bewusst irgendein Blödelvideo ausgewählt und ihr seid im Block drunter und ihr drückt Steuerung, Shift und J. Dann fügt ihr euch den Zeitstempel ein, der just in dem Moment eben oben lief. Und dann kann man eben die Notiz eingeben, spielt Keyboard oder was auch immer das ist. Und ich schaue mir das Video weiter und schaue an und schaue an und merke dann irgendwann, ah, jetzt hat er nochmal was Tolles gesagt. Drück wieder Steuerung, Shift, Y. Tolle Idee. Und so fügt er dann die Zeitstempel langsam dazu. Und ich kann mir eben so ein Video anschauen, ein TED Talk, ihr kennt die Videos, das Übliche. Und mir dann so meine Gedanken dazu machen und meine Ideen. Und immer mit Steuerung, Shift und Y macht er dann den nächsten Zeitstempel. Genau. So läuft das Ganze ab. Ihr habt auch die Möglichkeit, wenn ihr jetzt ein langes Video anschaut und so viele Notizen macht, dass ihr irgendwann runterscrollen müsst oder dass es einfach zu lang wird. Ich zeige euch das mal, was dann passiert. Dann verschwindet natürlich das Video irgendwann nach oben. Ja, ist blöd. Wollen wir nicht. Da gibt es dann zwei Möglichkeiten. Einmal gibt es das Helium-Plugin. Wenn ihr da dann das Video aktiviert, dann schwebt das immer wie ein Luftballon am oberen Rand eures Bildschirms. Das kann man dafür verwenden. Oder wenn man hier ohne Plugin auskommen will, da gibt es noch eine andere Möglichkeit. Dann würde ich einfach diese Möglichkeit machen. Dann würde ich mir hier einen Block erstellen, nochmal als Parent-Block mit Notizen und den dann mit Shift gedrückt in der Sidebar aufmachen. Und dann könnt ihr das Video hier anschauen und das funktioniert genauso mit den Timestamps, also mit den Zeitstempeln. Das funktioniert immer, wenn irgendwo in der Logseq-Oberfläche ein Video läuft. Ja, was ist dann das Schöne an diesen Zeitstempeln? Natürlich, wenn ihr dann zu euren Notizen zurückkehrt, müsst ihr nicht mehr selber durch das Video skippen, wenn ihr dann nochmal diese Stelle haben wollt, sondern ihr klickt dann einfach drauf, zack, und das Video springt wieder. In dem Fall zu Sekunde 34 zurück, hier zu Sekunde 12, hier hinter. Ich habe ein schlechtes Video gewählt, merke ich gerade, weil man immer bloß dasselbe sieht. Aber es funktioniert, ihr könnt mir glauben. Ah ja, hier sieht man den Unterschied. Zack. Ja, genau. So funktioniert das. YouTube-Notizen machen, geniales Feature. Wir tauchen da mit jedem Video tiefer ein in das Programm. Das hat einfach so unheimlich viel zu bieten. Freut mich, dass ihr wieder dabei wart und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.